Naja, nee, nicht das. Hoch, raus, ziehen, laufen. Oh Wunder, ein Wasserbecken. Ist wieder dieses komische Geräusch, aber gut, dann gehen wir mal die. Ah, ich habe das komische Geräusch gefunden. Nee, 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 geh da weg. Lara, drehen. Hoch. Immerhin scheint der keinerlei Anziehungskräfte zu haben. Warum auch immer hier die Plattformen viereckig sind. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Ja, ich bleib dabei. Vielleicht ist da ja noch was bei dem Kran. Aber das bezweifle ich sehr stark. Soweit wie wir hier fortgeschritten sind. Keine Hebel. Tot. Wie vermutet. Also das heißt, ich habe irgendwas übersehen. Oder sehe ich das falsch? Da vielleicht? Nee. Da auch nicht. Das Brummen ist schon recht eklig, ne? Finde ich. So richtig unangenehm im Kopf. Nee, da ist nix. Komisch. Noch irgendwo ein Schalterhebel übersehen. Außer die am Anfang, aber die waren ja versperrt. Ich habe ja den einen benutzt, ohne zu wissen, was er bringt. Vielleicht war das keine so gute Idee. Ich dachte, dass er den Rotor eingeschaltet oder sowas. Es klang zumindest ähnlich, ne? Mal sehen. Oh, Wasserstand niedrig. Bin ich fast in den Tod gesprungen. Aber das klingt noch immer ziemlich nach Rotor. Ja. Aber vielleicht ist dadurch in dem roten Raum jetzt Wasser. Und da oben waren ja auch keine Hebel oder so ein Späß, ne? Nö. Nicht, dass man deswegen das Wasser hochmachen muss, um da in der Ecke an den Hebel zu kommen. Ich guck nochmal vorsichtshalber. Aber nein. Wie gesagt, jetzt vielleicht Wasser im Roten. Das könnte man nochmal gucken. Wäre doch interessant. Okay. Vielleicht ist Wasser im Roten. Wir werden es nicht herausfinden. Der Hebel bringt also nur, dass hier Wasser ist und dass drüben Wasser ist. Yo. Toll. Wo habe ich was übersehen? Gucken wir nochmal den Gang lang. Das ist das Einzige, was ich mir nicht genau angeguckt habe. Guckt man hier irgendwie... Weil die sehen auch so anders aus, aber das liegt höchstwahrscheinlich, so wie das hier auch aussieht, an der Beleuchtung. Dann der... Die sind nicht so schief wie die. Soll uns das was sagen? Ist da vielleicht was? Nein. Hier hätten wir noch die Ecke. Jetzt haben wir ja Wasser, ne? Sehe ich richtig? Ja. Ja. Ich weiß nicht. Da ist auch nirgends. Auch in den Lichtern. Ich gucke immer, wenn ich so zur Seite drehe, auch noch die Lichter mit an, dass man
vielleicht da durchkommt bei einer Stelle, aber... Halt, stopp, das war ein bisschen zu schnell, aber da ist auch nichts, ne? Nee. Ja, Hein Daddel hat auch nichts dabei. Kann man wirklich vielleicht so einen Stein rausziehen? Ja, dich, wenn den anderen, weil der hier, der steht ja schon so, dass man ihn nicht ziehen, schieben, drehen, drücken, was auch immer kann. Aber nö, ist nicht. Wo sind wir hier überhaupt? Ist das jetzt ein Klärwerk oder? Wie eklig. Ja, total eklig. Zwei Schalter, die wir nicht rankommen. Ich muss nochmal gucken, vielleicht habe ich im roten Raum was übersehen. Ich habe nicht mehr so viele Möglichkeiten. Habe ich hier vielleicht noch was übersehen, wenn wir schon dabei sind? Nein. Ich kann mir denken, wo diese Luke herkommt. Also meine Vermutung ist, wir mussten den Hebel ziehen, damit Wasser in diesem Becken ist, damit wir an den Hebel da unten rankommen. Dann, wenn wir zurückgehen, müssen wir den Hebel nochmal betätigen, damit hier Wasser raus ist, auf dem anderen nur Halbhochwasser, dafür aber das Rote geflutet ist, damit wir dann beim Roten, wo wir durch den Propeller wahrscheinlich durch müssen, rauskommen. Soweit meine Theorie. Deswegen werde ich jetzt diesen Hebel nochmal zurück umlegen. Und dann werden wir mal gucken. Ja, das war nicht so schlau, oder zumindest nicht so, wie ich wollte. Dann werden wir mal gucken, was wir hier noch so finden. Ja. Wie gesagt, das ist halb leer, das andere ist ganz leer. Es sollte reichen, um das Rote zu füllen. Dreht er nicht mehr so schnell, dreht immer noch genauso. Wie zur Hölle komme ich weiter? Speichern wir noch mal kurz. Wie zur Hölle komme ich weiter? Das ist die goldene Frage. Ach. Jetzt lass mich durch. Warum auch immer du gerade langsam bist. Warum auch immer. Das jetzt mit Zeit abhängt oder von was auch immer das abhängt. Ey. Niemand schießt mir in den Kopf, wenn ich aus dem Wasser komme. Aber wie gesagt, das ist ja scheinbar so eine Wachmann-Mentalität. Warum? Warum? Was ist das? Jetzt sollte ich erstmal auftauchen. So, was bist du? Du bist eine Lampe, toll. Ich dachte, ich hätte ein schlecht verstecktes Geheimnis übersehen. Dann ist auch nichts dabei. Warum solltest du auch? Da kann man reinkriechen. Ah, nein, falsche Taste. Ah, ich bin so blöd. Nimm das mit, bitte. Danke. Und dann rein da. Ich find's eklig, wie riesig diese Ratten sind. Ich habe ja nichts gegen Ratten oder Nagetiere überhaupt, ob es jetzt Mäuseratten oder sonst was ist. Aber es ist irgendwie gruselig. Wieso sind die so groß? Was für ein Gendefekt war das bitte? Ich kann mir denken, wo ich bin. Ich kann es mir wirklich gerade denken. Da ist Himmel da oben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, ihr wisst auch, wo wir sind.
Du bist creepy, Mann. Aber an die Stelle erinnere ich mich auch noch. Fakt ist aber, dass wir hier kurz mal unterbrechen müssen. Oder ich kurz unterbrechen muss. Natürlich funktioniert es wieder nicht. Bis gleich. So, wieder da mit dem Monsterteil, das hier irgendwie seine Runden fährt. Da kommt es, da kommt es, da kommt es. Ich bin mir ziemlich sicher, es soll es dazu bringen, dass es abbiegt und dann das Ding kaputt schreddert. Hast du mich erschrocken. Und dazu werde ich ganz bestimmt diesen Block brauchen. Tada! Okay. Ja, das verstehe ich. Was ich nicht verstehe an den Steam-Versionen von Tomb Raider. Und das ist hier diese zweifellos. Warum Fraps sich weigert zu stoppen. Und da dreht er um. Ich weiß noch nicht, wie man ihn dazu kriegt, da reinzufahren, weil ich kriege ihn höchstens dazu zu stoppen. Aber ruhig. Gibt es vielleicht noch einen zweiten? Ich weiß es nicht. Er kommt hinter mir, oder? Zur Seite. Das war verdammt knapp. Verdammt war das knapp. Nein, 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 zur Seite, Lara. Oh Mann, ich würde einmal kurz speichern. Das war jetzt schon zweimal knapp. So. Ich habe eine Idee, wenn er jetzt kommt. Dreht er um. Wenn wir dann den hier stehen haben, dann wird er hoffentlich da reinfahren. Ja, schön. Was auch immer das für eine Maschine ist, welchem Zweck sie dienen mag, aber das war schön. Oh, ein Knopf. Was macht der? Licht. Aber das mit dem Geflacker fand ich gerade sehr schön gemacht, um da Leuchtstoffröhren zu simulieren. Wenn da jetzt gerade eben eine gefehlt hat. Aber, schöne Idee. Tja, Leute, hätte man das Ganze auch in hell haben können, ne? Es tut mir leid. Ja, ich weiß, dass es kaputt ist. Und ich hoffe, es bringt mir was da oben. Vielleicht hat sie die Luke aufgemacht. Es darf nicht die Luke aufgemacht haben, dann bin ich nicht da, wo ich denke, dass ich bin. Ich bin noch nicht da, wo ich denke, dass ich bin. Ich dachte, ich würde jetzt bei dem Kran rauskommen. Ist eine Leiche? Ah, ich dachte, die wäre verschwunden. Aber wir haben hier einen Schalter geöffnet, dadurch, dass wir was kaputt gemacht haben. Ja, ich mag das Geräusch nicht, aber egal. Halt. Legen wir da den Schalter um, denn ich denke, wir haben jetzt rot geflutet.